Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Ja, Micha, moin erstmal. Moin. Nie mehr zweite Liga? Ja, noch müssen wir ja mindestens die Saison zu Ende spielen. Und danach können wir gucken, ob es dann in die erste Liga geht oder ob, wenn wir aufsteigen sollten, länger als eine Saison in der ersten Liga halten können. Direkt Europapokal und danach direkt Champions League und danach gewinnen wir die Weltmeisterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Megafon 95, der Fortuna Fußball Talk in Düsseldorf. Ich bin der Mo, den Mich habt ihr eben schon gehört und wir sprechen heute natürlich über den 2-1-Sieg gegen Erzgebirge Aue. Der wurde so ein bisschen überall anders beschrieben. Micha, fandest du es auch so ein Grottenrumpelkick wie alle anderen? Eigentlich nicht. Ich war ein bisschen überrascht, als ich in den Medien geguckt habe, wie viel da eigentlich kritisiert wurde, weil ich dachte mir so, ja klar, es war halt kein schönes Fußballspiel, aber das war einfach nur ein Kampfspiel und komplett scheiße fand ich es auf jeden Fall nicht. Fortuna muss kämpfen, Friedhelm Funkel hat das natürlich gesagt vor dem Spiel und ich glaube, dass es auch über die Rückrunde sein muss, wenn du oben bleiben willst. Dafür gibt's zu viele unbestimmte Variablen. So ein bisschen in der zweiten Liga. Aber nach Startschwierigkeiten spielt Fortuna guten Fußball, hat aber einiges liegen lassen. Ja, aber ich glaube auch hier, wie heißt der? Memmel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Torwart von Erzgebirge Aue. Der hat da einige gehalten. Ich glaube, der gilt so Zweitliga inoffiziell so ein bisschen als einer der Besten da im Unterhaus, wenn man so möchte. Ich bin eigentlich zufrieden mit der Leistung. Wir sind so ein, zwei Spiele ein bisschen negativ aufgefallen, aber man merkt, dass noch auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Ich finde einfach, Bocek hatte überhaupt nicht, also der hatte einfach einen rabenschwarzen Tag irgendwie. Unnötige gelbe Karte, dann macht er irgendwie das Eigentor so halb und ja, keine Ahnung. Er wirkte das ganze Spiel irgendwie unglücklich und lief dann mit so einer Fresse über den Platz, wie ich demnächst Karneval mit so einer Screammaske. Ja, aber ich muss sagen, ich fand die gelbe Karte an sich nicht unnötig. Also es war einfach ein taktisches Foul, um den Konter zu unterbinden. So, natürlich kann man das auch filigraner machen, aber im Endeffekt war der Sinn dahinter. Bocek und filigran, als würdest du den Metzger eine Geige in die Hand geben. Ja, das ist halt, ja, Bocek ist halt eher so der Abräumer und nicht der Schönspieler. Mannschaft startete im 4-2-3-1. Ich glaube, manchmal war es auch 4-4-2. Nielsen ließ sich nicht fallen. Alles scheißegal. Auf jeden Fall startete Nielsen und läuft auf jeden Fall von Beginn. 30. Minute, das erste, was gefährlich war, war das Tor von Rahman, schön rausgespielt, in die Mitte gechippt. Ich habe jetzt vergessen, wer das gemacht hat. Der Neuhaus hat den Ball in die Mitte gechippt auf Nielsen. Auf jeden Fall verstolpert er den Ball und ja, Rahman staubt so ein bisschen ab. Also anders kann er den nicht nehmen, der nimmt den so ab und hebt den so mit der Innenseite, linker Fuß ins lange Eck. Der Schuss von Rahman oder dieser Lupfer von Rahman, eigentlich schön gemacht, auch wenn, beziehungsweise der Pass von Neuhaus war auch schon schön, dann ein bisschen vertändelt und dann kommt der Ball zu Rahman und der luft den da ins lange Eck. Ja, anders kann er den nicht nehmen, sonst bricht er sich beide Füße und den Hals. Ja, aber dass er das kann. Also es können meiner Meinung nach auch nicht viele Spieler bei Fortuna den Ball so schön platzieren. Manchmal frage ich mich, ob bei Fortuna überhaupt irgendeiner Fußball spielen kann. Sonst wären wir nicht Erster momentan. 49. Minute auf jeden Fall, also Bodgard hangelt sich durch, zieht ab, super Schuss, Mendel hält, der hat viele Bälle gehalten im Spiel. 63. Minute, ja, Bocek mit dem Eigentor, obwohl der schießt, glaube ich, den, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt, auf jeden Fall ist er ein Schweizer und den schießt er den Ball ja an die Hand und er geht dann rein. Zu Unrecht das Tor gefallen, oder nicht? Ich glaube, da regt sich auch keiner drüber auf, dass das Ding gefallen ist, weil Fortuna gewonnen hat. Ja, das war einfach nur, Bocek versucht zu klären, trifft dann den Gegenspieler und dann fliegt der Ball rein. Ich finde, das Tor ist irregulär. Also man hätte es nicht geben dürfen, auf gar keinen Fall. Ja, aber ich denke mir, der Spieler hat, glaube ich, selbst den Ball. Also ich habe es halt nur mit der Hand. Der hat ihn mit der Hand berührt. Der Bocek will den klären und hat er seine komische Hand dann nicht so rumhängen, wie so ein T-Rex, geht der Ball nicht rein. Ganz einfach. Irreguläres Tor und da beharre ich drauf. Da kannst du jetzt mir von Fairplay und Schiedsrichtern und angeschossen und bla erzählen, wie du willst. Das geht aus meinem Kopf nicht raus, dass es irreguläres Tor war. Ja, ich denke mal, der Stürmer hat den Ball nicht mal gesehen, soweit ich das im Stadion beurteilen kann. Natürlich hast du es zu Hause, also hast du es im Fernsehen gesehen, da hast du ja wahrscheinlich auch einen besseren Blick drauf. Aber im Stadion hat keiner gesagt, es war Hand oder so. Ja, ich habe mir das Spiel im Einzelspiel gegeben mit Uli Potowski.
den früheren Star-Moderator von RTL. War grausam. Schade, dass man nicht immer auf Stadion-Sound schalten kann. Aber in der 70. Minute gab es dann einen Strafstoß für Fortuna Düsseldorf. Hennings machte souverän rechts oben das 2-1. Ich habe schon 11 Meter von ihm gesehen, wo ich dachte, oh, hoffentlich trifft die Taube, die auf dem Stadiondach sitzt, nicht. Aber den hat er super gemacht, hat Mendel ausgeguckt, hart geschossen, kannst du nichts machen. Und dann 79. Minute, Köpke trifft so das Tor nicht, so die letzte Szene, da hat er noch mal Glück gehabt, dass da nicht das 2-2 fiel. Ich glaube auch wieder, der Spieler, der das Tor geschossen hat, ich habe den Namen vergessen, ich weiß noch, dass der Schweizer ist. Auf jeden Fall hat er seitdem er reingekommen, ist zur Halbzeit richtig aufgedreht, macht die Flanke seines Lebens und ja, der Köpke trifft dann die besagte Taube am Stadiondach. Zum Glück für Fortuna, eigentlich hätte der den machen müssen. Und was den Freistoß, den Elfmeter von Hennings angeht, eigentlich genauso, wie ich eigentlich immer sage, ein Elfmeter muss einfach mit Vollspann in die Ecke und gut ist. Im Stadion habe ich erst kurz gedacht, der hätte den übers Tor gezimmert, weil der den so unter die Latte geknallt hat. Ja, das ist ein löblicher Elfmeter, sag ich mal. Löblich, löblich, löblich. Seit wann sind wir denn hier im Kaiserreich? Apropos kaiserlich, Micha, dein Man of the Match. Ein ja. Fels in der Brandung. Ja, mein Man of the Match ist Robin Bormuth, weil er hat hinten alles rausgeklärt. Der hat gefühlt für zwei Innenverteidiger alleine gespielt. Aber ich glaube, Boczek fehlt einfach die Geschwindigkeit, um da mitzukommen. Und immer wenn der Ball hinten rausgeklärt wurde, war das Bormuth, der den Ball entweder rausgeköpft, rausgeklärt hat oder... Entschuldige, aber der ist ja auch 3 Meter groß. Ja. Statur wie ein Baum. Und eigenes Autokennzeichen. Er hat mich beeindruckt damit, dass er einfach immer zur Stelle war, wenn der Ball reingeflankt kam oder wenn es um Zweikampf ging, hat er den halt immer geklärt. Auch wenn er am Anfang vom Spiel einige Fehlpässe gespielt hat, aber sein Hauptaugenmerk sollte ja die Verteidigung sein und das hat er meiner Meinung nach überragend gemacht. Ja, mein Man of the Match ist ganz klar Sobotka, bester Spieler ever. Nein, der hat wirklich viele gute Zweikämpfe geführt, hat starke Offensivaktionen auch gehabt und er wirkte einfach sehr präsent, also gefühlt jede zweite Kameraeinstellung bei Sky war halt so immer Sobotka, der irgendwas auf dem Platz machte. Nächstes Spiel gegen Kaiserslautern, da gab es den Spielerbruch wegen dem medizinischen Notfall an deren Chefcoach Jeff Strasser. Einfach mal alles Gute und beste Gesundheit, gute Genesung. Hoffen wir natürlich nur das Beste. Jetzt können wir das letzte Spiel von Kaiserslautern nicht bewerten, weil es der Halbzeit 0-0 abgebrochen worden. Unser Tipp aus, Fortuna muss gewinnen und alles andere wäre halt Quatsch. Man muss die Siegesserie weiterführen. Ja, das sehe ich auch so. Und eigentlich dürfte da jetzt auch nichts schief gehen, wenn man das anständig angeht, das Spiel, und konzentriert die Partie halt zu Ende spielt. Und dann sollte das eigentlich ein klarer Sieg werden. Also klar, mit, meine ich, 2 Tore Vorsprung eigentlich. Ob das so klar wird, weiß ich nicht. Kaiserslautern, die scheinen sich gefunden zu haben nach der Wintervorbereitung. Mal gucken, wie es dann für die weitergeht. So ein bisschen der Transferboom blieb aus. Wir hören ja Millionensummen Deals von 2 Spielern für 100 Millionen, die dann aus Rom zum Chelsea wechseln sollen. Und was weiß ich, 58 Millionen, die plus Giroud ist zu wenig für den BVB. Von diesen ganzen Transfermillionen auch im Winter mal losgelöst. Fortuna hat jetzt einen Spieler verpflichtet, ja, wird man ausgeliehen, Hinky Haraguchi von Hertha Berlin, der gab auch direkt gestern, ich glaube ab der 60. Minute oder so, sein Debüt für die Fortuna. Ein weiterer Japaner, ein weiterer Offensivspieler. Wie fandest du ihn und was denkst du, bringt er der Fortuna mit? Ich war im ersten Moment, als er den Ball hatte, eigentlich beeindruckt von ihm, weil er einfach den Ball gut behaupten kann und gefühlt mit der ersten Aktion direkt 2 Spieler hat ausgetanzt und in die Mitte gezogen und dann den schönen Pass gespielt. Und so Aktion hat er halt 3-4 Mal gemacht. Ich habe einfach komplett vergessen, wie schnell der ist. Also ich dachte, Usami wäre schnell und dribbelstark, aber also Genki Haraguchi ist ja der Knaller. Jetzt haben wir die 2 Japaner nur geliehen. Meinst du, es besteht irgendeine Möglichkeit für uns, beide oder einen davon zu holen? Auch wenn Haraguchi jetzt erst ein halbes Spiel für die Fortuna gemacht hat. Bei Haraguchi würde ich sagen, kommt drauf an, ob Fortuna aufsteigt oder nicht, aber ich bin halt auch der Meinung, der ist jetzt erstmal zur Fortuna gekommen, um Spielpraxis zu sammeln und dann bestenfalls mit zur WM zu kommen. Das ist natürlich der Grund, warum er nach Fortuna wechselt, oder gewechselt ist jetzt im Winter. Er will mit zur WM, dafür muss er viel spielen, das kann er bei Berlin nicht, er war jetzt lange verletzt, dann war dann auch nicht wirklich in Form und jetzt will er sich bei uns in Form spielen, um dann natürlich sich für die WM für Japan zu qualifizieren. Auf jeden Fall hat er mit seinen 26 Jahren schon immense Erfahrungen international und in der Bundesliga sammeln können. Hoffen wir mal, dass er uns einige Tore schießt, so dass wir den Aufstieg
sicher machen können. Noch passiert ist, dass man die Leihe von Benito Raman verlängert hat. Ich hätte die Kaufoption gezogen, aber da muss ja irgendwas hinterstecken, warum man es nicht tut. Ja, ich habe mir Gedanken drüber gemacht, warum man nicht einfach die Kaufoption zieht. Und die einzig logische Erklärung für mich ist einfach, Fortuna hat momentan das Geld nicht, um den zu verpflichten, weil die halt momentan das Nachwuchsleistungszentrum jetzt bezahlt haben, sage ich mal. Deswegen denke ich mal, dass die momentan nicht in der Lage sind, die Ablösesumme und das Gehalt zu zahlen. Und Blöttig dann gesagt hat, eigentlich wollen wir den Spieler loswerden. Wir können ihn euch auch gerne noch ein Jahr ausleihen und dann kriegen wir halt die Ablösesumme für ihn. Und ja, wie gesagt, das ist so mein Gedankengang, warum die Leihe verlängert wurde und nicht direkt die Kaufoption gezogen wurde. Ich habe so ein bisschen eine andere Theorie. Ich habe so die Theorie, dass Fortuna den Spieler gerne weiterverpflichten möchte, aber sagen wir so, der Berater von Benito Raman da vielleicht mit Vertragsdetails eine Vorstellung hat, die Fortuna nicht aktuell nicht erfüllen möchte in der zweiten Liga oder erfüllen kann, weil man nicht weiß, ob man aufsteigt oder nicht, verlängert man einfach die Leihe um ein weiteres Jahr, um somit halt die Konditionen, die vorher im Vertrag festgeschrieben sind, einfach beizubehalten. Das ist so meine Theorie. Jetzt wird natürlich in den letzten Wochen durch Interviews und Gedöns viel darüber gesprochen, was denn mit Coach Friedhelm Funkel, bleibt er, geht der, züchtet er sich den Nachwuchs, der dann nächstes Jahr Saison übernimmt, jetzt schon heran. Friedhelm Funkel hat gesagt, er will bleiben, er hat es auch unabhängig gemacht von der Liga oder unabhängig gemacht von Spielern oder vom Saisonverlauf. Was denkst du, muss passieren, damit Friedhelm Funkel am Ende der Saison sagt, Jungs, gib mir das Papier, ich unterschreibe. Ich denke mal, Friedhelm Funkel wird, wenn er ein gutes Angebot kriegt, dann wird er auf jeden Fall unterschreiben. Die Frage ist meiner Meinung nach nur, ob Fortuna ihn weiterhin haben will, weil wenn Fortuna so spielt wie jetzt halt die letzten zwei Spiele wieder, dann sehe ich da kein Problem. Aber wenn Fortuna wieder so einbricht und irgendwie ein paar Spiele am Stück wieder nicht gewinnen kann und dann vielleicht doch nicht aufsteigt, wenn man es dann irgendwie vermasselt oder halt, dass man voll krass abrutscht, dann denke ich mal nicht. Aber eigentlich sehe ich keinen Grund dafür, warum man ihm nicht noch einen neuen Vertrag geben sollte. Würdest du mit Funkel verlängern? Ja, nein. Schon, weil die Ergebnisse geben ihm recht. Das ist doch alles geklärt. Weil letzte Woche habe ich dir vorgeschlagen, wir könnten noch aus einem Leistungszentrum, so wie das jetzt Aue gemacht hat, irgendeinen Jugendcoach hinausziehen, in die erste Mannschaft werfen und wir spielen Champions League. Aber damit warst du nicht ganz überzeugt. Ja, das, wir haben ja momentan den Thomas Kleine und ja, Axel Bellinghausen. Die haben ja keine Erfahrung. Die hat man praktisch genommen. Hier, ihr seid jetzt gerade in der Schule, komm, wir brauchen mal Leute, macht das mal. Nicht, ach, der spielt jetzt da, ach, der trainiert jetzt da die, seit der U12, was weiß ich, seit der C-Jugend trainiert er jetzt hier bei Gladbach und der hat jetzt die U17 genommen, geiles Jahr gespielt, komm mal zu uns. Hier hast du einen Batzen Geld, Truhe voll Gold und einen Zauberstab und dann machst du mal hier Champions League. Ja, aber die anderen Vereine machen das ja auch aus der eigenen Jugend und die kaufen dann nicht irgendwie den A-Jugendtrainer oder den U23-Trainer von woanders weg. Ich glaube, Erzgebirge Aue hat es mit dem Tedesco tatsächlich gemacht. Der kam, glaube ich, aus Stuttgart oder so. Ja, da habe ich habe da keine Ahnung, woher der kam. Ich dachte, der kam da auch von denen irgendwo her. Sage ich immer so schön. Ich habe doch auch keine Ahnung vom Fußball. Micha, noch irgendwas, was du loswerden willst heute? Ja, auch was du schon gesagt hast, Jeff Strasser wünsche ich auch gute Besserung und hoffentlich kann er beim Spiel gegen Fortuna wieder auf der Trainerbank sitzen. Für uns wäre es wahrscheinlich besser, wenn er es nicht könnte, aber das wäre irgendwie nicht die feine Gentleman-Art, sowas zu hoffen. Und deswegen alles Gute in die Richtung nochmal. Jetzt kurz vor dem Ende grüßt du den Sebastian, danke fürs Zuhören, ne? Du weißt, wer gemeint ist. Und ja, unsere Links zu den Social Media findet ihr unten in der Beschreibung. Wir sind Projekt Megafon, das ist unser Format Megafon 95. Ich bin der Mo, mein Komparse heute ist der Micha. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.